Also ich bin der Christoph, also Chris üblicherweise, und wie die meisten anderen, ja, würde ich mich gern qualifizieren für die Schauwahl. Du bist ein echter Freak. Viele würden vielleicht behaupten, ich bin ein klassischer Freak. Andere würden sagen, ich bin ein kompromissloser Rock'n'Roller. Ein Rock'n'Roller, der kompromisslos seine Gefühle zeigt, als er weiterkommt. Du hast so eine geile Attitude und bist so ein super Typ und hast so viele Anlagen. Attitude oder was auch immer. Also er hat das besondere Punkt von mir hervorgehoben, dass ich halt so eine gewisse Attitude habe, die mich total einzigartig macht. Chris ist nicht nur einzigartig, er ist auch der Einzige im Einzelzimmer. Und jetzt vielleicht, nachdem ich der Einzige im Einzelzimmer sagen würde, bin ich der Einzelgänger der Gruppe. Das ist an sich ein Umstand, der überhaupt kein Problem ist. Das ist eigentlich ein Luxus. Und bei der Kandidatenauswahl von Sido und Reinhard Fendrich muss Chris besonders lang warten. Moment. Achso, du hast mal. Kommt doch noch einer. Ja, da kommt noch. Ja. The Crazy Chris. Als letzter gewählt zu werden, das war wirklich wie damals in der Schule beim Völkerball. Ich glaube, ich schaue aus wie ein Typ, der schwer zu beeinflussen ist. Ich bin heute ganz allein. Muss ein Lesson geben, also ich meine, ich bin also beleidigt. Das ist lächerlich. Niemand mag mich. Ich kann nur warnen. Sogar der Reinhard Fendrich traut sich das wahrscheinlich nicht zu. Der kommt und du weißt, da ist eine schillernde Persönlichkeit. Du erinnerst mich eigentlich sehr an mich, als ich noch 17, 18, 19 war. Ich habe mir gedacht, wir geben da was von den Red Hot Chili Peppers, Californication. Da ist irgendwas drinnen, was wir noch alle nicht wissen. Ich such nur jemand, der zu mir sagt. Der Chris Schaller ist mein Liebling. Das ist der, mit dem ich am liebsten lange arbeiten würde. Er ist der einzigartigste von allen. Go for it, okay? Start Nummer 12, trainiert von Reinhard Fendrich. Hier ist Chris Schaller. From China try to steal your mind's elation. Little girls from Sweden dream of silver screen quotations. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world and all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it settles in the fine location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, you're searching very well to break the spell of Asian. Celebrities can't miss your chin, or is that why you're waging? First born unicorn, hardcore song. Chris, du erinnerst mich an mich, als ich 17 war, hat Reinhard Fendrich vorher im Filmchen gesagt. Hast du auch so Klamotten getragen, Reinhard, oder? Naja, eigentlich ja. Damals waren die Glitzer-Overalls. Eigentlich haben wir genau die Frisur aber ein bisschen anders. Die war nicht so schön wie sie. Passen die Klamotten noch?
Willst du mir häkeln oder was? Ja, also. Kommen wir zur Jury. Unausstehlich und liebenswert zugleich, hat Mario über Chris gesagt. Was war er denn heute Abend für dich? Wie immer, beides. Er ist einfach unwiderstehlich. So eine Type braucht diese Show und deswegen ist er da. Danke, vielen, vielen Dank. Chris, ich finde, dass der Song toll zu dir passt und ich finde auch, dass du ihn sehr gut vorgetragen hast. Du musst nur wahnsinnig aufpassen, dass du eigen bleibst und nicht eigenartig wirst. Da musst du wirklich drauf schauen. Ich bin aber einer Meinung. Wer in dieser Show Rock'n'Roll, Glamour und Ecken und Kanten haben will, der muss für dich anrufen. Und deswegen, ich fand's gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ach so, der hängt da was runter. Ach so, das ist nur der Kürzer.